Moin Moin, hier ist euer Magnethelm und herzlich willkommen zu Clash Royale. Ich habe jetzt mal eine neue App ausprobiert, die heißt Reflector. Und ich würde sagen, wir machen da schon mal einen Duo-Kampf, weil wir brauchen nämlich eine Kiste. Wir haben zwar eine Riesentruhe da, aber die hält ja ohne ewig. Ja, mein Deck seht ihr sozusagen nebenbei. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt für ein cooles neues Deck, dann schreibt einfach mal in die Kommentare. Beziehungsweise würde mich das mal sehr interessieren, ob ihr schon mal die Pay-to-Win-Schiene genutzt habt. Also, ob ihr schon dafür mal bezahlt habt. Meine höchste Karte hier gerade ist eigentlich der Schweinereiter mit Level 10. Da kommt mit der Kontinentalrakete angeflogen. Der Rest ist so ja, Level 6, beziehungsweise mein kleines Eismännchen ist Level 11. So, mal gucken, ob wir jetzt hier mal noch wenigstens eine Krone zusammenkriegen. Weil im Prinzip, na gut, im Prinzip brauche ich keine Krone, brauche das Dämonen. Aber natürlich mit dem Level 7, der Schweinereiter, kommt man nicht weit. Oh, scheiße. Das wird wohl nicht werden hier. Jetzt mal eine Valkyrie rein, in der Hoffnung, dass da was passiert. Nee. Oh, gut. Schön abgelenkt. Hier. Wächter. Und diesen Magier. Ich hasse diesen Magier wie die Pest. Und jede Sau spielt den Magier. Natürlich eine Skelettenarmee auf einen Magier setzen ist mehr als blöd. Ja, gerade zur Zeit bin ich aktuell Level 12, sozusagen Road to Level 13. Von Road to Level 13. Wenn man halt kein Geld ausgibt, dauert das halt wirklich arschlange. Ich habe bis jetzt insgesamt über diese Google-Umfrage-App, habe ich da sozusagen immer das Geld genommen dafür. Ich denke mal irgendwas roundabout. Lass es 20 Euro sein, wenn überhaupt. Mehr habe ich dafür noch nicht investiert und ich habe auch eine Vor- und die ordentlich Geld zu investieren. Hier war nochmal zurück. Das war sehr gut. Komm, schlag. Ah, fuck. Er ist schon weg. Mit Inferno Drache müsste es ja eigentlich jetzt gleich machen. Oh, Eis. So, ziehen wir uns alle mal zusammen hier. Um nochmal schön mit Boomerang Joe durchzufahren. Und ich denke mal, das wird die Krone werden. Jawohl. Haha. So, was gibt's? Was gibt's? Oh, Silbertruhe. So, ich möchte noch, weil heute ist nämlich schon der epische Sonntag wieder. So, hier habt ihr mein Deck mal im Ganzen. Da ist halt einmal die Valkyrie dabei. Level 9. Mein High-End-Schweinereiter. Der geht zwar noch ein paar Sachen höher, aber nächste Stufe kostet schon mal 100.000 Gold. Die muss man erstmal haben. So, Gift ist noch ausbaufähig. Nächste Stufe kostet 50.000. Boomerang Joe, hier der Scharfrichter, Level 6, kostet auch 50.000. Eisgeist kostet 50.000, Level 12. Hätte ich zusammen, brauche ich bloß noch das Gold. Problem ist nur, lohnt sich's, weil, ja, der hält halt nicht viel aus. So, dann haben wir die Wächter, Level 5, das ist ein bisschen mank. Mein Tornado, auch Level 5. Den sammle ich ja gerade, wie man hier sieht. Und mein Kampf halt Level 3. Also, das muss ich sagen, ist schon sehr gut. Ja, Truppen habe ich eigentlich alle. Das sind ja eigentlich, sondern ich habe alle. Aber also das höchste Level ist bei mir der Ritter. Wenn man hier finden, hier ist er. Kostet die nächste Stufe auch 100.000 auf Level 13. Das wäre sozusagen Endlevel. Spiele ich aber kaum noch, weil dann haben sie ganz schön genervt. Jetzt haben sie zwar wieder mit 5% Schaden hochgenommen, aber trotzdem muss ich sagen, die Valkyrie ist einfach ganz schön imber gerade.
Und somit spiele ich halt lieber die Walküre anstatt der Ritter. Ja, diese Schweine hier gefallen mir absolut gar nicht. Die Rekruten sind eigentlich nicht schlecht, aber halt mit 8 Punkten oder mit 8 Elixier viel zu teuer, um die wirklich ohne Pumpe in irgendein Deck zu nehmen. Wie gesagt, habt ihr irgendein cooles Deck für mich? Oder beantwortet mir bitte die Frage zwecks hier, Pay to Win, ob ihr schon mal Geld investiert habt. Ich freue mich auf eure Kommentare und sage dann erstmal für das erste Video, bis später.